Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas Traveling to J7. Und genau das haben wir gerade getan. Wir sind in J7 angekommen, ihr Lieben. Und davon ist auch gleich die erste Insel, oder es sind sogar zwei Inseln, rechts oder links? Ich glaube, wir nehmen die da vorne. Und die werden wir uns jetzt mal angucken, was uns da so erwartet. Ich bin echt gespannt. Und es kommt immer näher unser Zuhause, ja. Ah, das ist alles so spannend immer. Vor allem bei Nacht auf hoher See zu sein, ist halt auch immer spannend. Man weiß nie, was passiert. Und ich habe schon oft gesagt, wir haben so lange jetzt schon keinen Regen mehr gehabt, ja. Was mir auch so ein bisschen Sorgen macht. Und die See ist wieder mega ruhig hier. Und die Karte ist immer noch irgendwie verschoben, wenn ich hier runtergehe. Guck mal. Also ich komme nicht mehr hier richtig in diese. Kommen wir nicht mehr richtig auf unsere Karte drauf. Aber ich habe das Spiel ja auch seitdem noch nicht beendet. Ja, ich nehme ja jetzt gerade ein paar Folgen auf. Ja, und da beende ich ja nicht immer das Spiel dann. Ich mache dann einfach nur einen Cut bei euch rein und dann geht's ja direkt weiter, ne? Das ist ein Geisterschiff. Ich hoffe mal nicht, dass das uns jetzt hier an die Wäsche will. Ey, darauf hätte ich jetzt tierisch überhaupt keinen Bock. Das sieht nicht gut aus. Man sieht danach aus, als müssten wir diese kleine Insel da vorne erstmal sein lassen. Diese Insel, wo aussieht, ist so ein Vulkan. Wir müssen also die andere Insel anfahren. Wobei, jetzt könnten wir vielleicht wieder. Das Problem ist halt, dass ich halt null Wind habe, ne? Muss mal gucken, ob ich das bisschen ausfahren kann, dass ich jetzt erstmal hier so lang fahre. Dieser Mond da. Oh, ich finde diesen Mond so wunderschön. Einfach ein bisschen ausfahren und hoffen, dass das Geisterschiff da rechts uns nicht in die Quere kommt. Ich würde mir gerne diese Insel da angucken. Sieht wirklich aus wie so ein Vulkan da in der Mitte.
Halt sehr, sehr nah mit dem Geisterschiff da gerade. Wir haben halt genau auf diese Insel, wo ich zufahren möchte, haben wir halt null Wind, ne? Wir fahren einfach mal ohne relativ guten Wind einfach mal hier drauf zu. So, wir haben jetzt ein bisschen Wind. Der Tag bricht herein. Und vielleicht kommt ja mit dem Tag auch ein bisschen besserer Wind für uns. So schön aus mit dem Sternenhimmel und dann dieses helle Licht, das langsam sich nach und nach so den Weg bahnt. Schön auch, wie man hier auf diese Insel zufährt, ne? Das ist toll. Unsere gute Blue Pearl, ja, die uns durch diese ganze Reise hier jetzt geführt hat, durch diese ganzen Schlachten, ja. Und irgendwann werden wir auch mal gegen solche Geisterschiffe kämpfen, sobald ich das dann verstanden habe, wie man diese Kanonen baut und wie das alles so funktioniert. Weil damit müssen wir uns natürlich auch noch beschäftigen. Ja. Einfach nur ein wunderschönes Panorama, ja. Da kriegt man immer so richtig Lust, so selber auf hoher See zu sein, ja, und das mal zu erleben. Überlegt euch mal, ihr würdet sowas live erleben, so einen richtigen Sonnenaufgang auf hoher See, ja. Finde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Segelschiff, weil, ne, aber mit so einem richtigen normal, also mit so einem großen Schiff, wie es halt bei uns jetzt gibt, so wie die halt so rumfahren. Oder vielleicht auch mit dem Segelschiff, aber Segelschiff schaukelt halt ganz schön, glaube ich, ne. Aber ich würde es trotzdem wirklich mal sehr, sehr gerne erleben. Auch wenn ich wahrscheinlich am Anfang seekrank werden würde und brechen würde, aber ich denke mal, daran gewöhnt man sich dann auch. Und dann sowas richtig mitzubekommen, boah, das wäre einfach nur der Traum. Der Traum aller Träume, Leute, wirklich. Und irgendwann werde ich das auch mal machen. Irgendwann werde ich mal so eine Schiffsreise machen. Werde ich meinen Hund mitnehmen und dann werde ich da richtige Schiffsreise machen. Wenn man das überhaupt darf, aber ich glaube schon, dass man da Hunde mitnehmen darf auf diese Inseln oder auf die Inseln, ja, da hinten auf die Inseln, auf die Schiffe. Ich weiß es gar nicht, wie das so ist. Wer es von euch weiß, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ne? Ich muss natürlich jetzt auch immer, wenn ich in Urlaub gehe, muss natürlich immer auch gucken, dass ich ein Hotel finde, wo ich meinen Hund mitnehmen kann oder dass halt meine Eltern dann auf den Hund aufpassen. Ne? Das ist halt alles schon so abgesprochen, auch geplant. Aber eigentlich habe ich immer vor, ihn eigentlich mitzunehmen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und ja, meine Eltern oder meine Freunde gucken dann halt nach meinen Katzen. Ne? Aber Katzen kannst du halt alleine lassen und Hund kannst du halt nicht alleine lassen. Aber ich sage auch immer, auch hier in Deutschland gibt es sehr, sehr schöne Orte, an denen man reisen kann. Ja? Und ich bin ja auch so jemand, ich campe ja auch sehr, sehr gerne. Ja? Hab zwar schon sehr, sehr lange nicht mehr gecampt, aber ich werde das auf definitiv nachholen. Und werde dann definitiv auch mal wieder richtig campen fahren, weil ich liebe es, wirklich. Ich liebe es einfach. Da bist du so schön an der Natur, ja. Und ja, so ein bisschen Selbstversorger halt, ne? Schön grillen, richtig leckeres Fleisch, richtig vielleicht leckeren Fisch, den man selbst gefangen hat. Oh, einfach nur mega geil. Und das ist halt ein ganz anderes Fischerlebnis, wie so das Fisch, den Fisch, den man sich jetzt halt kaufen kann, ne? Dann der Braten in der Pfanne brät oder im Ofen macht, je nachdem, wie man halt seinen Fisch zubereitet, ne? Oder was für Fisch es ist, wie man ihn am besten zubereitet, wie er am besten schmeckt. Ja? Weil so bin ich ja nicht der Fischesser, aber so richtig frisch gemacht, frischen Fisch vom Grill selbst. Oh, einfach nur gut.
Das würde ich echt gerne mal machen. Ich habe ja einen Freund, der angelt und ja, und das halt mal selber zu machen, das wäre schon cool. Vielleicht gehe ich das ja dieses Jahr an. Diese Insel sieht mir sehr, sehr nach Vulkaninsel aus. Gibt es das eigentlich hier auch, so Vulkaninseln? Und dieser Delfin hier, guck mal, der schwimmt uns die ganze Zeit her, neben uns her. Ja. Das ein Zeichen ist, dass diese Insel gefährlich sein könnte? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, ja, was uns da gleich so erwartet. Wenn wir gleich beschossen werden oder sowas, dann sind wir natürlich schneller weg, hoffentlich. Und entkommen dem Ganzen. Aber ich hoffe, dass es eine ruhige Insel ist, ja, dass wir hier nichts Schlimmes erleben werden. Ich bin mal gespannt. Es dauert halt einfach nur ewig, dadurch, dass halt der Wind nicht für uns gerade hier arbeitet, dass der halt so scheiße gerade steht oder bläst. Wind steht ja nicht, die Sonne steht am Himmelszelt, aber der Wind bläst ja. Dass er gerade so schlecht bläst, dass wir die Segel einfach nicht dementsprechend ausrichten können. Da dauert das halt alles etwas länger. Aber wir kommen ja dem Ganzen trotzdem näher. Dieser Drecksblörre da von Meer. Ja, das ist auch wieder nicht so ein schönes Paradies mehr. Ich sag halt mal so, ne, diese ganzen Segelschiffe und so, die sind natürlich schon umweltfreundlicher wie jetzt so ein Schiff, das mit Motor fährt, ne? Und auch meeresfreundlicher, ja? Die blasen keine irgendwelchen Motorengiftstoffe da ins Meer rein. Das Einzige, was da halt im Meer gelandet ist, ist immer Kot und sowas, ne? Von den Leuten, die haben ja auch irgendwo hin. Ne, machen müssen ihr Geschäft. Wenn du lange auf hoher See warst, musstest du halt mal. Ne, hast auf den Eimer gesessen, hast da reingepullert, ja, und hast ihn über Bord gekippt. So ist das Ganze dann gelaufen. Und ich denke immer so, manchmal, wenn ich die Delfine höre, hab ich immer so das Gefühl, es sind auch Wale dabei. Also man hört auch die Wale. Und wie nah die gerade hier bei uns springen. Oh, wie schön das aussieht mit der Sonne da. Voll hübsch. So, man kann langsam auch ein bisschen was erkennen. Und es sieht, finde ich, ein bisschen aus, wie als wäre das so ein Kopf. Man könnte sogar fast meinen, es ist so ein Delfinkopf, der da so rausguckt. Oder so ein Schildkröten, das vordere ist so ein Schildkrötenkopf, das hintere ist so ein Delfinkopf, so, wo da so, ne? Ein bisschen Fantasie? Könnte man das schon denken, oder? Da hinten in der Sonne, ja, da ist auch noch eine Insel, da ist auch noch eine kleine. Es sieht ja immer, ich sag's immer wieder, es sieht klein aus, wenn man hinfährt. Und wenn man dann drauf ist, dann denkt man sich so, uff, was ist das für eine Rieseninsel, ey. Wir uns eben mal kurz aus. Weil es ist nämlich wieder eine sehr, sehr heiße Phase gerade.
ist bullenheiß. Das kennen wir ja auch von unserem Kontinent, auf dem wir gebaut haben. Da ist es ja auch öfter mal so heiß. Boah, guckt euch das mal an, wie das außenrum aussieht, ne? Die Sonne knallt gerade richtig. Eine sehr, sehr felsige Insel. Da links sehe ich einen kleinen Baum, der da oben drauf steht. Bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auf der Insel vielleicht auch ein bisschen was an Metall und sowas findet. Bin mir da aber nicht 100% sicher. Aber man könnte sich es echt vorstellen, weil es halt sehr felsig ist, ne? Jetzt hört der Wind gerade komplett auf zu blasen hier, oder was? In Schrittgeschwindigkeit, jede Schnecke würde uns jetzt gerade an Land überholen. Aber wir fahren. Und da sieht man auch, da ist auch wieder so ein. Da ist auch wieder ein Tempel gebaut, Leute. Da war auf jeden Fall auch Zivilisation. Da ist wieder ein Tempel gebaut. Oh, ich liebe diese Insel mit den Tempeln. Ich finde es immer so cool, mir das anzugucken. Weil jede Insel dann auch wieder unterschiedlich aussieht, ne? Ich glaube, es wäre jetzt keine Insel, auf der ich bauen wollte. Ja, weil sie da, dafür ist sie mir irgendwie zu kahl und zu felsig. Aber so zum Angucken und mal kurz zum Rast machen. Ich glaube halt auch nicht, dass man hier irgendwie Wasser herbekommt auf dieser Insel. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich da. Und es ist mega heiß gerade. Richtig heiß. Wir schwitzen gerade wie ein Tier. Wo sind wir denn jetzt eigentlich auf der Karte? Wir sind relativ weit unten. Ich glaube, man später auch noch ein bisschen nach oben fahren dann. Da sehen wir die ersten Vögel. Hier gibt es aber auch diese Geier der Insel. Oder? Oder sieht das nur so aus? Oder kämpft die gerade gegen irgendwas? Ne, der Vogel kämpft da vorne gerade gegen was. So, ich bin gleich perfekt eingeparkt. So, wir drehen mal ganz kurz das Schiff, bremsen aber gleichzeitig aus. Segel. So, wir lichten eben die Anker. Und gehen mal kurz unter Deck. Ich hoffe, dass da unter Deck vielleicht ein bisschen kühler wird. Aber ich bezweifle das. Bezweifle das. Ja, Leute, wir haben an Land uns hier jetzt ne? Wir sind jetzt endlich an Land angekommen. Wir werden uns gleich erstmal ein bisschen ausruhen, ein bisschen hinlegen. Ja, nachdem diese Hitze so uns gerade so fertig macht. Ja.
und wie es dann weitergeht und was uns dann auf dieser Insel so erwarten wird und was wir noch so erleben auf unserem Weg nach Hause, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!